Herzlich willkommen heute zu der Vertiefung positive Kommunikation. Das letzte Mal war ja die tolle Mama Ludmilla da zu Besuch und da sind wir ja schon eingestiegen mit diesem Thema. Und sie hat ja konkret Fragen gestellt. Ludmilla ist eine begeisterte Seminarteilnehmerin, war auch schon bei mehreren Vorträgen und hat letzte Mal eben auch die Fragen zu ihrem kleinen Theo gestellt. Und falls ihr Lust habt, guckt in das Video oder in die Podcast-Sendung, hört euch die auch an. Ich möchte das heute nochmal vertiefend aufgreifen. Positive Kommunikation ist in der Erziehung total wichtig. Das bedeutet, ich nehme sogenannte Ich-Botschaften im Unterschied zu Du-Botschaften. Du musst jetzt, du sollst nicht immer, du machst ständig, motiviert mein Gegenüber nicht. Ja? Ich möchte, dass du das Spielzeug aufräumst. Ich möchte es. Ja, also da ist ganz wichtig, nehmt die eigene Position ein. Ihr hattet schon mal in Videos vorher oder Podcast-Sendungen vorher gehört. Ich will was. Ja, was willst du wirklich? Die Klarheit muss da sein. Und jetzt geht es darum, die zu kommunizieren. Nämlich mit dem Wort ich. Ich möchte. Ich will. Das bedeutet, ich muss vorher klar sein. Was will ich denn? Ja, und dann ganz klar das Wort nicht. Nicht weglassen, bitte. Ja, was will ich denn? Das gibt eine Kraft rein. Das macht eine Linie in der Erziehung. Das Kind spürt, darum geht's. Konkret hatte ich auch schon, als die Ludmilla uns besucht hat, hier schon angesprochen. Dieses Wort nicht erzeugt im Gehirn, dass wir trotzdem Bilder entwickeln. Das Wort nicht gibt es eigentlich sehr lange in unserem Gehirn gar nicht. Wir hören das wirklich nicht. Man sagt wirklich bis 6 Jahre. Also da ist kein Wunder, dass alle Kinder eben Dinge tun, wo wir sagen, du, Thomas, sollst das nicht tun. Wenn du den Satz dann hörst, Thomas, du sollst nicht an die Pflanze gehen. Ja, dann hört das Kind, Thomas, du sollst an die Pflanze gehen. Ja, also da ganz wichtig, wirklich probier das aus. Das ist total cool. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn wir Eltern, wenn wir Erziehenden dieses nicht mal rauslassen. Zum einen wirklich die Haltung wird anders, weil ich kommuniziere ja, was ich will. Das Kind kann das wirklich viel besser verstehen. Und auch eben dann darauf hören. Es gibt also mehr Erfolge. Bei diesem sind wir auch schon dabei, ja, was ist ganz wichtig kommunizieren? Nicht so lang, so wie ich jetzt gerade, ja, so Bandwurmsätze, lange Sätze, sich verfransen und darüber noch und darüber, sondern klar, kurz, konkret. Ja, kurz oder knapp habe ich es genannt. Also im Grunde 1, 2, 3, die 3 Ks. Ja, klar, kurz, konkret. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Hundeschule, ja, also mit der Hundeerziehung. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich finde, da kann man sehr gut merken, mit dem Hund haben wir nicht ewige Sätze. Ich hätte jetzt schon ganz gerne eventuell, kleiner Fifi, dass du vielleicht mal Platz machst oder Sitz oder so, ja, sondern ganz klar, kurz, knapp, konkret, Sitz. Und in die Richtung geht das schon sehr auch mit unseren Kindern. Ja, also es geht nicht darum, jetzt den Befehlston, sondern nicht Sätze weglassen. Es geht darum, klar zu kommunizieren. Und die Kinder, die lieben das. Also auch als Beispiel mal, ich habe mit den Kindern dann, und ich empfehle das auch sehr in meiner Arbeit, mit den Kindern das Hundespiel gespielt. Ja, wirklich, dass die Kinder mal wie ein Hund waren und die haben das geliebt, wenn man dann Sitz und Popo auf den Stuhl und Gabel in die Hand und also wie, ja, lustiges Befehlen oder lustige Kommandos. Ja, und für die war das einfach ganz spaßig, ist das ganz, ganz toll, weil das ist klar für die. Ah, so, ja. Und wenn Kinder klein sind, wir reden oft, wir Eltern, wir Erziehenden, gerade wir Frauen, viel zu viel. Werdet konkret, kurz, knapp, klar.
in eurer Kommunikation. Ja? So, jetzt haben wir den Teil von der Kommunikation, die hier aus dem Mund rauskommt. Es gibt aber ja auch die nonverbale Kommunikation. Da ist auch wichtig, bitte lenkt die in Positives. Was denkst du, bevor du überhaupt anfängst, mit dem Kind zu sprechen? Ja? Oh, das wird eh nicht klappen. Hey, ich bin ja gar nicht so gut da drin. Und bestimmt wird er oder sie gleich wieder Nein sagen. Dann lass es lieber ganz sein. Werd dir alleine erstmal für dich klar und schau auch, dass du deine Gedanken veränderst in Richtung positiv. Warte nicht drauf, bis sie sich von selber verändern, weil das Kind schon immer spitze ist. Das kannst du vergessen. Ja, dafür ist der Job einfach wirklich mit lebendigen Wesen. Ja, du kannst im Grunde deine Gedanken auf Kommando verändern. So, jetzt denke ich, das klappt gleich. Wenn meine Kinder nach Hause kommen, wird das ein wunderschönes Mittagessen. Wenn ich meinem Sohn sage, hilf bitte bei der Wäsche, wird er Ja sagen. Das macht schon eine ganz andere Ausstrahlung. Das macht auch schon mehr Spaß dann, ne? Mir ins Gesicht zu gucken, dass die Kinder meinen Ton hören. Ja, der ist nicht genervt, sondern der ist schon direkt positiv. Also achte auch auf die nonverbalen Dinge, sprich die positiven Gedanken dabei. Und du siehst schon bei mir auch, ich achte immer wieder drauf, achte auch auf die aufrechte, positive Körperhaltung. Auch das nonverbale Kommunikation, ja? Ob mein Kind wohl auf mich hört, können wir vielleicht... Ja, das direkt einfach nur, indem du die Schultern hochziehst. Also nicht so, sondern eben auf normale, gottgegebene Körpergröße. Ja, dass du dem Kind signalisierst, deinem Gegenüber signalisierst, so können wir jetzt gerade miteinander sprechen. Das ist ein großer Unterschied, ob ich mich größer mache, ob ich mich kleiner mache oder ob ich da bin, wie ich bin. Auch das ist positive Kommunikation. Ja, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn es euch Freude gemacht hat, wieder mal gerne schenkt mir ein Like. Und schaut weiter. YouTube-Videos von mir. Freut mich immer wieder zu sehen, wer mich alles followt. Ja? Oder Podcast-Sendungen hört euch an, unterwegs, zu Hause mal nebenher. Alle neuen Infos auch über Seminare, Veranstaltungen, kommt live vorbei. Ich freue mich riesig. Ihr findet die Infos auf meiner Homepage www.katjaadelt.de. Bis dann!